Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts, aka Suicune, starr euch an. Im letzten Part haben wir einige Aufträge erledigt und den letzten, der noch aussteht, wollte ich ganz gerne heute mit euch machen. Dafür muss ich zum Funkturm. Allerdings auf dem Weg dorthin ist mir aufgefallen, dass man hier bei Nix Brücke ins Wasser kann. Und da habe ich ein sehr schönes kleines Gebiet gefunden, was ich schon wieder vollkommen vergessen hatte. Und das wollte ich euch ganz gerne zeigen, weil das sieht nämlich echt schön aus. Also richtig, richtig schön. Und ja, hier kann man Bluebella fangen. Und Kino, so wie es scheint. Ich bin mir sicher, dieses Gebiet hätten wir später auch nochmal gesehen. Weil ich ja das Verzeichnis gerne füllen möchte. Und, ui, das habe ich nicht kommen sehen. Kann die Blätter mal bitte weggehen? Und nee, also, wenn es Bluebella und Kinoso wirklich nur hier gibt, dann hätte ich garantiert spätestens in der Afterstory des Spiels, wenn ich das Verzeichnis fülle, da nochmal nachgeschaut und dann wären wir hier auf jeden Fall auch hingegangen. Aber so finde ich das natürlich auch sehr schön, wenn wir dieses Gebiet jetzt schon gefunden haben. Weil wie gesagt, ich bin mit Suicune entlang geritten, weil ich dachte mir, wieso soll ich Raikou oder Entei rufen? Ich kann auch Suicune nehmen, um schnell zum Funkturm zu kommen. Dann konnte ich das Symbol noch mal ein bisschen üben. Und ja, dann habe ich eben dieses Gebiet hier gefunden. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Du kannst aber ruhig mal hier bleiben. Ich wollte dich nur mal fürs Verzeichnis haben. Ja, so echt wahnsinnig schön. Das sollte man gesehen haben. Und jetzt auf zum Funkturm. Da gibt es nämlich den letzten Auftrag für den Moment. Dann müssen wir erstmal mit der Story noch ein bisschen voranschreiten, damit wieder neue Sachen freigeschaltet werden. Aber ich freue mich, wenn wir dann jetzt diesen kleinen Auftrag geschafft haben, dann geht es ja zum Monte Sorbeto und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Eisgebiete und Schneegebiete und deswegen mag ich halt die Isla Sofita so gerne, weil es da halt das schönste Gebiet im Spiel gibt, ein Eisgebiet. Das Aquaresort ist schön und das alte Aquädukt ist schön, die Story ist ziemlich cool und ja. Dankeschön, Suicune. Ich glaube, den Auftrag gibt es hier drin. Ja, genau. Oh weh, sowas Dummes aber auch. So wie das natürlich nichts mit den Wartungsarbeiten. Oh, hallo Ranger. Das nenne ich mal gutes Timing. Ich wollte mich eigentlich gerade an die Wartung des Funkturms machen. Da habe ich doch glatt das Material dafür mit einem Pokémon verwechselt. Du denkst dir jetzt sicher, was für ein Schussel ich doch bin, was? Aber es ist mir nun mal leider passiert. Wenn man die Nächte durcharbeitet, passieren einem schon mal unglaubliche Missgeschicke. Als ich diesem Pokémon fast einen Bolzen in den Kopf geschraubt hätte, ist es furchtbar wütend geworden. Zange, Hammer, Schraubenzieher sowie Schrauben und Bolzen, alles ist weg. Es hat sich alles geschnappt, was aus Eisen ist und ist damit abgehauen. Wie ist dieses Pokémon denn nochmal? Obwohl es selbst aussah, als sei es aus Eisen, ist es wie eine Feder in den Himmel entschwebt. Es war, als hätte sein Körper als ein einziger starker Magnet fungiert. Ich müsste eigentlich dringend mit der Wartung des Funkturms vorankommen, aber ohne die Werkzeuge bin ich hier echt zum Däumdrähnchen. Däumdrähnchen? Däumchendrehen, verdammt. Bitte Ranger, du musst mir helfen. Kannst du mir irgendwie meine Werkzeuge wieder beschaffen? Ich kann's versuchen. Dafür müssen wir wieder mal den Funkturm hochklettern. Da habe ich ja immer wieder Freude dran. Hi, Brink. Aber was will man machen, ne? Ich weiß aber so spontan auch nicht, wo wir hin müssen. Von daher gesehen einfach mal runterfallen, das ist immer eine gute Idee, natürlich. Einfach mal überall umsehen, wollte ich eigentlich sagen. Du bist kein Pokémon. Dass die Beschreibung passt. Du auch nicht, dann gehen wir mal weiter hoch. Ach ja, richtig, da war ja was. Das hatte ich irgendwie schon wieder verdrängt mit diesen Elektro-Dingern hier. Hier unten irgendwie was? Nee, ich denke mal, da kommt auch wieder so eine kleine Cutscene. Autsch! Das war voll nicht mehr getroffen.
finde den Funkturm sehr cool. Ich finde den Story-Abschnitt um den Funkturm herum sehr toll, weil die ganze Geschichte mit den Pokenappern dann auch mal richtig losgeht irgendwie. Ja, Aquana, ne? Aquana hat keine Elektroschwäche. Nein, stellt sich da einfach mal rein. Nee, aber ich mag's nicht, hier hochzulaufen. Schon gar nicht so im Nachhinein, wenn ich hier schon mal... Gut, bei Kamerupt kann ich verstehen, dass ihm das nichts ausmacht, aber na, Aquana nicht so ganz. Wenn ihr so im Nachhinein dann hier wieder hochzulaufen, ist doch etwas anstrengend. Ich lasse das Voltum mal da in Ruhe und gehe weiter hoch. Es wird doch bestimmt irgendwo hier oben sein. War das jetzt nötig? Splunior. Shinox. Okay, hier auch nicht. Also ich weiß, welches Pokémon wir suchen, deswegen... Die Beschreibung... Ich weiß nicht. Also man kann drauf kommen, welches Pokémon er gemeint hat, muss man aber nicht, meiner Meinung nach. Hätte auch ein Magnetilo oder sowas sein können, das ist es aber nicht. Ach ja, der Wind. Ich erinnere mich. Okay, hier nicht. Ja, natürlich. Wie sollte ich da jetzt noch wegkommen? Ich plädiere auf gar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich mache es übrigens gerade auch mit dem Steuerkreuz. Weil mit dem Touchpen falle ich irgendwie immer runter. Also wenn ich auf den 3DS gucken würde, währenddessen würde ich nicht runterfallen. Aber da ich dabei immer sehr gerne auf meinen PC gucke, weil das Bild da größer ist, und da mit dem Touchpen steuern ist irgendwie nicht so gut. Deswegen... Habe ich gerade mal versucht, das mit dem Steuerkreuz so ein bisschen... Ne, Moment, ich wollte dich gar nicht mitnehmen. ...zu machen. Klappt auch ganz gut. Eigentlich. Na? Ich muss sagen, da geht doch gleich wieder der Strom an. Und runter, 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 runter. Okay. Hier auch nicht. Meine Güte, wie hoch muss ich denn noch? Wahrscheinlich auf der letzten Ebene. Griffel. Du nicht. Nope. Es muss doch hier irgendwo... Ah! Sein. Da haben wir es doch schon. Tarnhell! Es ist so ungewohnt, ein blaues Tarnhell zu sehen nach meinem Alpha Saphir Let's Play. Oh, das hat sogar noch geklappt. Gut, gut. Oh, S-Rang. Gut. Da das Tarnhell seine magnetische Anziehungskraft reduziert hat, sind diverse Dinge, die an seinem Körper gehaftet haben, zu Boden gefallen. Oh, ich werde runter teleportiert. Teleportiert? Fast teleportiert. Meine Werkzeuge, da sind sie ja wieder. Das ist die Rettung. Vielen Dank. Aber sag mal, was ist denn das hier? Das sieht nicht gerade nach einem meiner Werkzeuge aus. Hey du! Hier bin ich herumgetrödelt. An die Arbeit, aber hurtig. Ich habe nicht herumgetrödelt, Brink. Ach ja, übrigens, schau doch bitte mal her. Ich glaube, das ist das Werkzeug von irgendjemand anderem. Weißt du, wem das gehört, Brink? Das ist ja meine Gürtelschnalle. Kein Wunder, dass mir seit vorhin dauernd meine Hose runterrutscht. Wie peinlich. Schön. Dann heißt es jetzt wohl, den Gürtel wieder enger schnallen und zurück an die Wartungsarbeiten am Funkturm, was? Vielen Dank auch für deine Hilfe, Ranger. Kein Ding. Wir wollen ja nicht, dass Brink noch die Hose runterrutscht.
Ach ja, der Humor in dem Spiel. Gut, dann hätten wir jetzt erstmal wieder alle Aufträge erledigt. Staraptor habe ich, glaube ich, ja, dabei. Also auf zum Aquaresort. Ich würde sagen, da fliegen wir jetzt auch mal so hin. Ich habe da gerade Lust drauf. Und ich mag die Flugmusik sehr gerne. Ist irgendwie so total entspannt. Ja, vielleicht noch ein bisschen... So. Müsste ungefähr passen. Hi, Panzer-Aeron. Na, ich versuche dich erst gar nicht zu fangen. Beim letzten Mal ging das schon nicht gut. Dann wollen wir nochmal. Auf zum Monte Sorbeto. Hype! Julian denkt sich wahrscheinlich auch, na endlich, meine Güte. Aber was muss das muss? Die Puckenepper warten doch bestimmt freundlicherweise auf uns. Wie das so richtige Verbrecher auch machen würden, ganz klar. Ich warne euch übrigens schon mal vor, ich werde sehr viel schwärmen von diesem Gebiet. So, Monte Sorbeto. Mehr oder weniger, wir müssen da erstmal so ein bisschen durch diese Höhle hier durch. Und man sieht, glaube ich, schon eindeutig, dass es kalt ist. Also das kann man schon ganz gut sehen. Das finde ich irgendwie so lustig, weil die Isla Sofita allgemein hat recht viele klimatische Verhältnisse. Ich finde so, das Aquaresort ist total urlaublich. Ich weiß nicht, ich sage dieses Wort öfters, aber ich glaube, das gibt es gar nicht. Aber so total entspannt und gutes Wetter und Wasser. Und ich sag mal, wenn da viel Wasser zum Baden und Planschen ist, dann ist es ja bestimmt auch warm. Dann das alte Aquädukt, da regnet es. Und hier haben wir halt wieder total die Kälte und Schnee. Also das finde ich ganz faszinierend, dass es hier so viele verschiedene klimatische Verhältnisse gibt auf der Insel. Vielleicht auch ein Grund, warum ich diesen Ort so interessant finde. Kein Wurm! Aber es sieht natürlich durch diese ganzen Grautöne und diese Blautöne hier schon recht kühl aus. Aber solange ich da nicht wirklich entlang laufe, weil da würde ich wahrscheinlich ziemlich frieren, so wie ich mich kenne, kann ich da ganz gut mit leben. Ey, jetzt habe ich das Ding noch getroffen. Das war natürlich sehr schlau. Naja. Ich würde dich jetzt gerne mal mitnehmen wegen deiner Pokestärke. Ach komm, lassen wir mal euch beide frei. Euch habe ich schon ewig dabei. Kann das Kamerupt endlich mal nach Hause? Aber es sieht hier schon echt schön aus mit diesem ganzen Eis. Da ist noch ein Plieb drin. Okay, nun wollen wir doch mal. Ach ja. Ha-ha-atschi! Unsere Uniform besteht zwar aus wärmespeichernden Fasern, doch selbst die finden in diesem Berg ihren Meister. Du hast auch eine kurze Hose an. Halt durch, bald werden wir den Gipfel erreicht haben. Mission, verfolge Zinnoberauge. Ja, wir haben ja gehört, dass die Puckenepper hinter Arktos her sind, hier beim Monte Sorbeto. Deswegen, mal schauen, was da auf uns zukommt. Von der Hitze in die Kälte. Erst der Fayadera-Vulkan und jetzt hier der Monte Sorbeto, wo der Name herkommt, ist glaube ich klar. Monte Sorbeto. Beugen Sie der Körperauskühlung durch ausreichend warme Kleidung vor. Wäre eine Idee. So, ich packe euch mal kurz weg. Ach ja. Erstmal die dicke Schneeschicht, der Schneefall und die Musik. Lasst das mal so einen kleinen Moment auf euch wirken. Also ich finde es genial. Man muss natürlich auch so ein bisschen ein Fan von sowas sein. Ich bin mir sicher, dass viele Leute den Fayadera-Vulkan als besser empfinden. Das ist ja immer Geschmackssache. Aber ich finde es ganz schön, dass sie so viele Extreme hier eingebaut haben. Halt ein Vulkan, dann hier so einen schneebedeckten Berg, das entspannte Aquaresort, das dann so Kokonuba, was ja eher so ein bisschen mit Wald umgeben ist. Also finde ich sehr schön, dass man hier wirklich alles vorfindet. Das war aber in allem ja nicht anders. Da ist noch ganz viele Haspirohr. Ja gut, ich meine, die sind halbwegs dick eingepackt. Hey
Ihr Pokenipper, was hängt ihr schon wieder aus? Psst, Ranger. Seid ihr denn des Wahnsinns? Wenn ihr hier so ein Tohuwabohu veranstaltet, löst ihr am Ende womöglich nur eine Lawine aus. Unterschätzt ja nicht die Gefahren dieses Berges. Hey Rabautz, zeige diesen Grünstäbeln mal, wie erbarmungslos mit der Natur sein kann. Ja, aber wir sollen hier keinen Aufstand machen, ne? Bist du übergeschnappt, Rabautz? Was machst du da? Ist dir bei der Kälte etwa dein letztes bisschen Gehirn eingefroren, oder was? Ach, das spielt jetzt keine Rolle. Es hat soeben begonnen. Wisst ihr, was dieses Rumoren zu bedeuten hat? Es ist der Vorbote eines jenen weißen Albtraumes, der alles verschlingen wird. Ihr werdet nur im eigenen Leib die zerstörerische Wirkung der Lawinen erleben. Zieht euch warm an. Scheibenkleister. Hier ist nicht genug Platz für uns alle, darum verschwindet ihr Ranger, okay? Ich weiß nicht, was du da faselst, aber die Antwort lautet nein. Verzieht euch gefälligst, ihr Egoisten. Nein? Ah! Nicht, jetzt heißt es bahnfrei für den absoluten Kälteschock. Das Rabautz ist auch noch zu uns gelaufen. Rabautz? Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Was waren das denn bitte für zwei Witzfiguren? Aber immerhin haben sie uns unfreiwilligerweise die Haut gerettet. Außerdem haben wir noch etwas über die Zerstörungsgewalt von Lawinen gelernt. Und diese Steinsäulen scheinen uns Schutz bieten zu können. Sobald wir dieses Rumoren vernehmen, müssen wir schnellstmöglich hinter einer dieser Steinsäulen Schutz suchen. Ja, die kommen hier im regelmäßigen Abstand, die Lawinen. Und in dem Fall sollte man sich verstecken. Wir sehen ja auch schon auf der Karte die Steinsäulen eingezeichnet. Was steht da eigentlich? Achtung, Lawinengefahr. Lärmen und sonstiges unachtsames Verhalten strengstens verboten. Jo. Ich weiß gar nicht, wie weit man von diesen Dingern weg sein darf. Vermutlich nicht sonderlich weit. Aber es sieht sehr cool aus. Ich mag das. Es ist vielleicht ein bisschen nervig, wenn man dann hier erfasst wird von der Lawine. Aber ich finde es ansonsten sehr lustig gemacht. Vor allem die Szene mit den Pokernappern. Dann will ich ganz gerne hier hin. Also ich finde auch, das Rumoren kommt ziemlich früh, dann kriegt man schon so ein bisschen Panik. Muss man aber eigentlich gar nicht haben. So, und dann einmal weg hier. Okay. In diesem Abschnitt scheint keine Lawinengefahr mehr zu bestehen. Das ist gut. Mopsi! Mopsi! Ah, oh, das ist so süß. Oh, es rollt sich hier auch so ein bisschen. Ih, das ist nicht so nett. Mopsi, hör auf damit. Ah, oh, ich liebe Seemops. Eins der süßesten Pokémon überhaupt. Es ist so dick und rund und niedlich. Ja, ich will es mitnehmen. Ich muss es einfach mitnehmen. Rollt sich das auch so hinter mir her? Nee, es rollt zumindest nicht, aber es robbt so ein bisschen. Das ist voll süß. Ach ja, ich erinnere mich. Diese netten Schneebedeck, die mich bewerfen. Oh, ein Botogel. Das nehme ich auch noch mit. Ich könnte euch aber die Pokestärke Drache zeigen. Die hatten wir ja noch gar nicht. Ist recht unspektakulär. Ist das du? Liebe! Das Botogel ist ganz schön aggressiv. Also ich finde, vor allen Dingen in Ranger 2, da ist ja quasi
gibt es ja 17 Poké-Stärken, weil 17 Pokémon-Typen, hier unterscheiden die sich aber jedem Pokémon. Und Drache ist so brutal im zweiten Teil, da kommen so richtig fette Meteoriten aus dem Himmel. Dagegen war Kindwurms Pokestärke gerade ein bisschen süß. Aber gut. Vielleicht finden wir irgendwann mal ein stärkeres Drachen-Pokémon. Dann kommt da auch ein bisschen mehr Wumms. Da ist noch ein Mopsy. So süß. Da ist ein Raichu, aber ich habe ja noch eins. Plieprin. Oh, hier ist eine Hütte. Ah, hier kann ich mich aufladen. Huch, wie weit ist es noch bis zum Gipfel? Ich denke mal, hier ist dann auch die Mittelstation. Wobei, die kam jetzt eigentlich recht fix, muss ich sagen. Vielleicht auch nicht ganz. Vielleicht ist es einfach nur Deko. Beim Fayadera-Vulkan war ja das Haus quasi die Mittelstation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon die Mitte erreicht haben. Naja, wir können uns da so oder so mal kurz ausruhen. Aber das Capoeira wollte ich gerne noch haben. Machen wir das mal so. Aber ich liebe diesen Ort. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie so euer erster Eindruck zum Monte Sorbeto ist. Ich mag den Ort richtig gerne. Hast du etwa allen Ernstes vor, den schneebedeckten Berg in dieser Aufmachung zu besteigen, solltest du diesen Berg nicht unterschätzen. Denn je weiter du dich nach oben vorarbeitest, desto stärker fällt auch die Lufttemperatur. Was? Das ist dir also alles bereits bekannt? Aber du machst dir keine Sorgen, wenn deine Uniform aus wärmespeichernden Fasern besteht, die eine Auskühlung verhindern? Na, wenn dem so ist. Ja dann, ne? Da hier aber eine Speichereinheit ist und wir auch schon wieder ein bisschen was geschafft haben. Der Auftrag hat ein bisschen länger gedauert am Anfang als gedacht, aber das gehört eben dazu. Ja, ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.